eine romantische Geschichte von zwei Verliebten, die gemeinsam den Weg in die Unendlichkeit gehen wollen. Weit oben unterm Himmelszelt, da, wo die Sterne so hell leuchten und die Luft so klar und sauber wie das Wasser aus einem Gletscher ist. Dort ist der Ort, wo die Liebe noch Flügel trägt. Dort ist der Ort, wo du vom Glück umgeben bist. Nein, dort ist der Ort, wo unsere romantische Liebesgeschichte beginnt. In einem kleinen Dorf am Rande der Berge steht ein kleines Haus, ein Chalet. Es leben nicht viele Menschen hier, aber der Ort ist bekannt wie ein Hund. Umgeben von schöner Natur, bäuerlicher Landidylle und vielen Wegen, die rauf in die Berge führen. Hier soll es passieren. Hier fühlt es sich richtig an. Hier bekommt der Ausdruck kleines Glück eine große Bedeutung. Fast da! Heute auf dem Weg durch das schöne Schubaital hoch zum Peijochel. Und zum Zuckerhüdel. Zuckerhüdel. Zuckerhüdel schaffen wir nicht, das ist zu hoch. Zuckerhüdel liegt irgendwo bei 3000. Wir bewegen uns irgendwo in Richtung 2600. Aber den Rest können wir mit der Gondelbahn fahren. Wir können mit der Gondelbahn fahren von der Mittelstation, wenn die noch weiter nach oben hin geöffnet hat, zum Gletscher. Da müssen wir mal gucken. Auf dem Weg liegt noch der wunderschöne Gletscherwasserfall, weil wir laufen ja hier den wilden Wasserweg. Und der soll sehr gesund sein, wenn man sich sportlich aktiviert hier. Das heißt laufen und man atmet die ganze Zeit die freien Wassersporen ein. Dann hat das heilende Kräfte für den Körper. Wir sind jetzt hier an diesem wunderschönen Wasserfall und jetzt geht der eigentliche Weg erst richtig los. Das heißt, jetzt kommt Steilwand. Madame fragt schon, wo der Weg ist, weil der ist überall. Einfach Steilwand hoch und fertig. Ja, schauen wir mal. Die Pumpe pumpt schon. Nur noch steil nach oben. Aber sei froh, Baby.
wenn wir an der Hütte sind, dann geht's nicht weiter nach oben. Ja, an dieser Stelle gehen auch nochmal Grüße raus an Jörni Ansgar. Ohne den wird es niemals bergauf gehen. Er hat uns gelehrt, auch ein kleiner Berg ist ein Berg. Und auch die größeren Berge sind noch größere Berge. Und egal wie weit es bergauf geht, danach geht es immer noch weiter bergauf. Und es geht wieder bergauf. Tag 2. Wir sind gerade mit der Gletscherbahn hoch zur Schaufelspitze gefahren. Wir befinden uns jetzt circa auf, weiß ich nicht, knapp 3000 Metern. Das ist der Beweis, meine Liebe. Habe ich Herz in Schnee gepisst. Wir sind Offroad. Erdi hat die GPS-Daten gerade gecheckt. Hier sollte eigentlich ein Zubringerweg sein. Oh, was für Steine. Justina sucht Steine. Wir haben den Zubringer nicht gefunden. Deswegen suchen wir jetzt, um halt diese schöne Gratwanderung zu machen, hoch zum Kreuz. Heute machen wir eine feine Gratwanderung. Wir laufen bis hier unten hin. Dann geht es hier so ein schmaler Weg. Und dann laufen wir hier so zack, 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 bis hier oben zur Spitze. Das sind ungefähr 2400 Meter. Ich weiß gerade nicht, wie der Berg heißt. Da müsste ich wieder in meine GPS-Daten gucken. Aber schauen wir mal. Abenteuer. Fast da! Eggesen-Gipfel, der befindet sich auf 2635 Meter. Jetzt einen romantischen Antrag gemacht an einer Stelle, die gar nicht geplant war. Eigentlich wollte ich das viel weiter oben machen. Ich wusste nicht, ob meine Frau das durchhält. Aber jetzt, wo sie ja gesagt hat, und ich voll den romantischen Text über so Wege gehalten habe, hat sie sich darauf eingelassen, alle Wege zu gehen, die ich gehen will. Und die Wege gehen halt immer bergauf.
Naja. So ist das, wenn man mit einem Schaf zusammen ist. Wir laufen jetzt über einen Seitenpass, wo wir hochgelaufen sind, wieder runter zur Dresdner Hütte. Und dann nehmen wir die scheiß Gondelbahn und fahren ganz romantisch wieder runter ins Tal. Hier entlang spazierst. Was erwartest du da oben? Eine wunderschöne Aussicht. Nicht, dass wir sie schon nicht hätten. Also, wir haben die wunderschönste Hütte. Also, es ist einfach. Ich bin fassungslos. Es ist wunderschön. Wir laufen hier knallhart diesen Berg hoch in Schräglage. Eine romantische Aufnahme und die fotografiert die Steine. Oh, was ist das denn? Steine! Guck mal, wo ich da stehe. Das ist ein richtig krasser Ameisenhaufen. Schmeckt dir meine Kreation? Ich nenne es Excellence. Nudeln in Milch.